noch einen drum ziehen, damit er noch ein bisschen Platz hat. Und lösche dann auch den Rest, der überhalb wieder ist. Das heißt, hinten kommt eine Pipe hin und lösche dann den Rest dann einfach weg. Dann ist das okay. Die High Pressure Boiler wollte ich jetzt machen. Heißen die, ne, das war bei Ed Whalecraft. Und da wollte ich mich jetzt ein bisschen auftun. Das sind jetzt Blast Furnace 9. Ich habe die High-Dinger. Aber brauche ich jetzt die hier, diese Boiler, die Fire und die Liquid. Ich glaube, die Liquid brauchen Biomasse, können die, glaube ich, nehmen. Ich glaube schon. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, muss ich jetzt behaupten. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich sie bauen kann. Ich mach mal hier. Eine Steel Tank brauche ich nicht. Liquid. Soiled. Eins. Okay, da fehlen uns jetzt die Bälle. Dann machen wir mal einen Stack rein. Wir brauchen eine Grundfläche von 3x3x3. Das heißt, wir brauchen 1, 2, wir brauchen 9 Stück. Hier trollt wieder irgendwer rum. Oder schmeißt sein Zeug da rein. Zentos. Zentos ist gewissen. Bist du am Farm? Bestimmt ist er das. Jetzt wird ganz ehrlich die Klappe aufgehen, oder? Oder WTF ist hier am Rum? Du sollen. Ach die. Wann sind das hier die gewesen? Graphitbarren, die waren für was anderes. Wir haben da noch ein bisschen Material übrig. Mal gucken, dass wir sie vielleicht verbrauchen. Steel. Da. Die nehme ich schon welche. Okay. Okay. Und ich habe gesagt, dass ich ungefähr eine Stunde brauche. Das könnte sogar ein bisschen mehr werden. Weil ich wollte das eben, wie gesagt, ausschalten, was er ist. So. Jetzt wissen wir. Genau, 3x3x3. Das heißt, wir können hier noch. Oh, die haben eine geile Animation. Dass wir mit den Zeug hier was starten können. Ah, okay, er verbindet. Und wir können zugreifen. Steam, Wasser, Kohle. Das ist, was ich haben wollte. Genau, da brauche ich jetzt natürlich noch mehr. Kann ich den noch höher setzen? Ah, nee, ich will oben Kabel lang ziehen. Das heißt, hier kommt der nächste. Die werden jetzt anfangen, sich erstmal aufheizen. Die Steam da reinpumpen. Eventuell kommt doch noch ein Reaktor, ein kleiner, der sehr, sehr minimal laufen soll. Rein nur dafür. Und TF darf jetzt natürlich nicht ans. Jetzt hat er bestimmt sich was rausgesucht. Ich jetzt hier gerade ein paar Dinge raus. Oh, wir haben keine Öfen mehr. Oh ja, ja. Alter Schwede. Ach so. Ja, Problem ist, die sind nicht verbunden damit. Jetzt muss ich hier schauen, das sehe ich. Zwei Cobblestone-Dinger rausnehme und den Rest wieder reinwerfe. Ach ja. 16 Stück. Ah, komm mal mit aus. Zack. 1, 2, 3, 4. Und nochmal 9 hinterher. Ein Hund. Jetzt rostet der wieder aus. Immer wenn ich aufnehmen will, rastet der aus. Und wir haben eigentlich schon spät. Naja. Hört gleich wieder auf. Hört gleich wieder auf, auszurasten. Das ist auch schön, dass er aufhört. So, kommen wir jetzt. Ja. Jetzt habe ich Missgott. Kacke. Naja, wer mehr. Alles am Start. Ah, mit den Dingern kommen wir nicht aus. Also macht aber nichts davon, habe ich ja was vorbereitet.
Lemkes, 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 Lemkes. Mach mal 3 Platz auch. Ich glaube, das wird sich anbieten, damit es ein bisschen symmetrischer und schöner aussieht. Und wir haben ja sowieso massenweise Platz hier. So, muss ich mal eben missbauen. Der Platz 2, 1, 2, 3. Haben wir schon mal die Grundfläche von dem fertig. Fackel da rein, Fackel da rein. Alles gut. So, Jungs. Steht gleich schon mal in Vierergruppen hier. Ja. Was? 2, 3. Jetzt können wir. So, jetzt habe ich natürlich keine. Jetzt brauche ich noch 9, 27 und nochmal 18. Da haben wir 45, 44 habe ich. Also 44 brauche ich. 2, 3. Ich glaube, da komme ich mit aus. Die ich unbedingt brauche. Sonst muss ich noch ein bisschen herstellen. Stil habe ich ja. Ich habe ja ein paar hergestellt. Ein paar Stilblöcke. War ja für die. Normalerweise für die Solarpanels gedacht. Aber können hier noch was nachproduzieren. Eisen haben wir, glaube ich, ein bisschen. Material haben wir noch ein bisschen gut Überschuss, aber soll ja nicht alles massenweise wegverbraucht werden, was wir nicht brauchen. Was wir brauchen ist erstmal eine sichere Stromquelle. Und die haben wir bald, hoffentlich. Da bin ich ja drauf und dran jetzt so am Arbeiten. So. Die produzieren das. Die bleiben da hinten. Das kommt alles. Oder? Ja, das lasse ich da. Und hier kommen jetzt die 4 Tanks rein. Die werden einfach angeschlossen, hier organisiert. Zack, 4x4. Aber nicht dahin, sondern. Jetzt habe ich hier einen Platz genommen, richtig? Stimmt. Jetzt haben wir da Rand. 1, 2, 3, 4. Den machen wir einmal kurz hoch. Können wir nicht einfach. Was ist das für eine komische Musik hier? Nächste. Mache ich 1, 2, 3 Abstand. Okay, ja. Was Beruhigendes haben. So eine Krachmacher-Musik hier. Ja, ist da jetzt. Da oben ist ein Block drin, ja. Zum Einschlafen, ich weiß gar nicht. Ich hab doch schon hier so eine schöne. Schöne Playlist eigentlich am Start. Aber man kann der Musik ja sowieso nichts recht machen hier. So. Und die nehmen das. Die kriegen produziert. Die kommen nachher einfach das Kabel hier in der Mitte. Mache ich das jetzt unterirdisch? Das heißt, ich würde da anschließen und da anschließen. Das wäre normalerweise ja das Sinnvollste. Und das jetzt ganz einfach. Ganz. Ich ganz, ganz einfach hier lang ziehen und was ich nicht brauche, kommt wieder weg hier. So. So dahin. So. Ich möchte einfach nur da rein. Was ich brauche, mache ich jetzt hier mit diesen Stones zu. Haben wir, können wir noch was genug Rotes sehen. Hier lege ich nachher die Kabel rein. Mach da oben einen Deckel drauf. Das heißt, alles was jetzt hier ist, erstmal schön einbetten. Der ist da. Disconnect oder Lichtbugs gehabt. Es hatte öfters Lichtbugs. Wäre Shader noch an. Ich weiß es aber nicht. Warte mal, der ist jetzt außen. Machen wir die außen. Ich will den innen haben. So. 2. Machen wir innen. Hier machen wir auch innen.
du gehst dann da rein.